Den Herbst möchte ich einfangen und wir starten mit Weiß. Ja, es ist heute mal nicht schwarz, sondern weiß. Und du kannst dich auch wunderbar mit Weiß erstmal so in die Malerei begeben. Das ist dann ein besonders schöner Einstieg. Ich habe hier ein ganz, ganz dunkles Violett, aber schau mal, wenn ich das mit dem Weiß vermische oder auch wenn es transparenter wird, wird es eben ein ziemlich knalliges Pink. Also so kann man sich täuschen, wenn man eine Farbe sieht, dann sieht sie oftmals verstrichen ganz anders aus. In der abstrakten Malerei ist ja immer echt alles erlaubt. Also nimm auch mal einen Spachtel dazu, probier ein bisschen rum und guck mal, was für schöne Muster dabei entstehen. Nutzt das jetzt einfach auch, wenn du nur mit diesen zwei Farben arbeitest, um einfach die Werkzeuge kennenzulernen, die Mischungsverhältnisse kennenzulernen. Also es ist immer auch eine tolle Übung. Und so ein Warmwerden mit dem Material, mit dem Medium, mit der Kommunikation, mit dir selbst. Jetzt nehme ich ein bisschen Erde dazu und verteile das hier mal auf der Fläche ganz leicht nur in die nasse Farbe reinziehen und gucken, was passiert. Du kannst hier also auch gut auf der Fläche mal mischen. Und so mische ich hier nochmal so einen rostigen Laubton mit zu dem Pink und so entstehen wieder neue, schöne Farbtöne. Schau mal unter das Video, da ist immer eine Videobeschreibung, da stelle ich dir auch immer die Farbtöne dazu. Jetzt werde ich auch nochmal dunkler mit dem satten Farbton. Wow, ja, das ist ein schöner Farbton, finde ich. Den Herbst finde ich ja total schön mit seinen schönen, wunderschönen Farbtönen. Aber wir haben halt November und November ist hier immer sehr, sehr grau und oftmals ein bisschen schwieriger. Deshalb nutzt die Malerei da einfach und tauch einfach mal ab. Ich habe hier eine neue Farbe, die will ich ausprobieren und ja, los einfach rauf, ne? Rauf da. Ah ja, das geht gut. Also, aber ich verteile es gleich mit dem, mit meinem Spezialküchenwerkzeug und kann hier gut auf der trockenen Farbe arbeiten und neue Bildaufteilungen vornehmen. Das ist toll. Ich mag die Farbkombi und kann jetzt hier weiter rumspielen. Ja, die Farben machen natürlich auch was mit dir und ja, du kannst doch einfach jetzt auch mal wieder in eine gute Stimmung kommen. Ich meine, vielleicht bist du sogar in einer guten Stimmung. Das ist natürlich toll, aber für alle die, die den November so gar nicht mögen oder auch diese Zeit wirklich langsamer hinter sich lassen wollen, die nehmen einfach mal Gelb jetzt. Weil das ist einfach, gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Und was dich auch immer wieder unterstützt, ist natürlich gute Musik. Die unterstützt dich auch beim Malen. Deswegen mach dir einfach mal eine schöne Musik an, die dir gefällt. Und ich mache jetzt mal meine an.
das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fühle mich immer sehr wohl in der Malerei. Das ist einfach mein Medium. Und ja, vielleicht entdeckst du die Malerei gerade für dich. Dann hol deine Farben jetzt raus, fang an zu malen. Vielleicht bist du auch schon lange hier auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich total, dass du dann wieder dabei bist. Und ja, egal wie du dich fühlst, ob gut oder schlecht, ob traurig oder gerade voller Freude, dann kannst du das in die Bilder hineinbringen und das, davon lebt das Bild. Also Bilder sind leer und ja, hohl. Man sieht es den Bildern an, wenn du nicht deine Gefühle auspackst und darauf ausbreitest. Also viel Spaß dabei und danke fürs Zuschauen. In meinem Buch habe ich dir auch unkonventionelle Untergründe und Werkzeuge vorgestellt. Du siehst das ja auch wieder in meinem Video, dass die Malerei eben nicht kompliziert sein muss und du dich ja mit ein bisschen Hintergrundwissen eigentlich schon recht schnell darin gut zurechtfinden kannst. Also ich wünsche dir viel Spaß auch mit dem Buch und vielen Dank für dein Like und dein Abo.